So, ihr Lieben, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fallout 76. Ja, hab mich gerade eingeloggt und hier vor meiner Hütte ein unscheinbares Rohr, was hier am Qualm ist, habe ich noch nie gesehen, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ein ungewöhnliches, was stand da gerade? Hallo? Ein ungewöhnliches Rohr, schnuppern. Jetzt bin ich mal gespannt, was da passiert. Ui. Okay. Keine Ahnung, was jetzt mit uns passiert. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal hattet. Aber ich habe es jetzt hier gerade zum ersten Mal entdeckt. Keine Ahnung, was jetzt hier mit mir passiert. Aber so wie es aussieht, passiert nichts. Wir haben keinen Buff oder so. Wir haben auch keinen irgendeinen merkwürdigen Effekt. Keine Ahnung, was da jetzt gerade passiert ist. Und ob das Rohr jetzt hier die ganze Zeit bleibt, das weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Da könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn es bei euch auch schon mal passiert ist. Aber sehr, sehr seltsam. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Ich guck mal, ob da vielleicht irgendwas jetzt hier draußen mit der Welt passiert ist. Aber alles beim Alten. Keine Ahnung, Leute. Ja, muss ich noch rausfinden. Keine Ahnung, da muss ich mich mal belesen. Oder ihr sagt mir halt, wenn ihr das schon mal gehabt habt, was da los ist. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich hier das Wohnzimmer schon mal ein bisschen dekoriert jetzt. Wir haben ja in den letzten Folgen haben wir ja hier die ganzen Sachen gesetzt. Ich habe noch ein bisschen Deko hinzugefügt. Hier würde ich dann ein paar Sachen reinsetzen. Da muss ich natürlich noch mal gucken, wie das alles funktioniert mit dem Teppich und mit diesen Gegenständen hier reinsetzen. Damit habe ich mich noch nicht auseinandergesetzt. Werde ich aber auch demnächst machen, damit wir da auf jeden Fall hier ein bisschen was hinkriegen. Ich würde ganz gerne heute mal das Thema Badezimmer mit euch angehen. Und zwar, wir haben ja nicht wirklich viel Spielraum. Und wie gesagt, wenn wir mit der ganzen Deko durch sind, dann werde ich auch hier eine Doppelwand setzen, damit wir hier auch ordentliche Fliesen haben. Und aber wir können aber jetzt mal gucken. Ich hoffe natürlich, wir haben ja da dieses saubere Badpaket. Ich würde aber ganz gerne, ich hoffe, dass ich hier noch so eine alte Badewanne habe. Die würde ich nämlich ganz gerne benutzen. Jetzt muss ich natürlich noch mal kurz gucken, wo die Badewanne ist. So, hier haben wir die Dusche, ganz klar. Aber das ist ein bisschen zu fett, finde ich. Wenn wir jetzt hier die Dusche reinhauen, ich weiß nicht, das ist ein bisschen zu viel, würde ich sagen. Weil die würde ich auch ganz gerne hier auf die Seite machen, weil hier würde ich ganz gerne Waschbecken und Spiegel ranmachen. Ah, ich weiß jetzt nicht, wo hier eine normale Badewanne ist. Wäre, glaube ich, auch bei Sonstiges und ich könnte hier durchscrollen, aber ich habe leider nur die saubere Dusche. Ist jetzt natürlich ein bisschen Käse. Ich guck mal ganz kurz, ob die eventuell noch woanders mit bei ist. Aber ich glaube, da haben wir Pech, das wird nichts. Da muss ich natürlich jetzt erstmal gucken, dass ich da den Bauplan für kriege. Lagerkisten ist auch nicht, das ist eine Badewanne. Sag mal. Nee, aber ich hab. Nee, den Bauplan, den habe ich nicht. Keine Chance. Keine Chance. Doch! Leute, wir haben's bei Geräte. Ich wusste zwar nicht, dass Badewanne ein Gerät ist, aber hier in Fallout ist eine Badewanne ein Gerät. Und wir setzen sie auch mal direkt hin. Ja, aber bei Toilette, da würde ich schon ganz gerne. Guck mal, wenn wir jetzt hier so eine schäbige Toilette hinmachen. Ich weiß ja nicht. Komm, dann nehmen wir die saubere. Oder was sagt ihr? Wir können es ja immer noch ändern, aber ich würde sagen, wir machen es. Oh, die Powerrüstung, die stört mich, das Geräusch. Muss ich kurz mal ausziehen. Ja, ihr seht schon, da unten rechts, da habe ich auch schon Fliesen gesetzt für die Küche dann. Da muss ich aber mal gucken. Ich habe noch nicht wirklich Gerätschaften dafür. Wir könnten natürlich was improvisieren, so ist es nicht. Aber gucken wir mal. Wir gucken uns die Geschichte auch nochmal an. Jetzt erstmal schnell die Toilette. Klopapier liegt auch schon da. Sehr, sehr schön. So, dann gucken wir mal, wo unser Waschbecken ist. Wo ist jetzt das Waschbecken? Sagt mir jetzt nicht bei Wasser. Doch, bei Wasser. Tatsache. Tja, aber wenn ich das jetzt hier so lose stehen lasse, sieht auch blöde aus. Ich würde ganz gerne noch so einen Unterschrank haben. Aber das ist auch so blöde eng hier. Da kannst du nicht wirklich ordentlich bauen hier. Ich setze erstmal kurz hin.
dass wir es haben. Den Spiegel können wir auch schon mal kurz gucken. Denke ich mal bei Wanddeko. Ja, den hat er natürlich noch nicht, den Bauplan. Schade. Ja, der ist auch ein bisschen groß. Das gefällt mir nicht. Haben wir eventuell was anderes als Spiegel? Ja, das ist Käse, wenn wir das hier auch noch ranmachen. Ja, da müssen wir halt abwarten, bis wir den Bauplan dafür haben. Bei sonstiges eventuell, haben wir da eventuell Glück? Guck mal hier, den Basketballkorb. Den können wir draußen hinsetzen. Ja, keine Ahnung, Leute, was das hier mit dem Rohr auf sich hat. Jetzt bin ich am Überlegen, machen wir die Stange? Oder machen wir das Teil hier? Ich würde sagen, wir machen es so, oder? Schön mittig. Jetzt können wir natürlich überlegen, ob wir hier noch ein bisschen Beton hinmachen. Dass man so einen kleinen Basketballplatz hat. Ich guck mal kurz, aber auch nur, mache ich jetzt auch wirklich nur, wenn es funktioniert, dass er mir die nicht auf selbe Höhe macht, sondern ich möchte es ein bisschen flacher haben. Genau so würde ich das ganz gerne haben wollen, aber die Betonvariante. Muss ich mal kurz gucken, ob er es mir macht. Natürlich muss die Leiche dann auch noch verschwinden. Ah, er will die mir so hinsetzen. Das ist Käse, so wollte ich es nicht haben. Oder wir müssen erstmal eine so hinsetzen, dass er mir das auf jeden Fall... Warte mal, das ist jetzt hier wieder Fummelarbeit. Aber das kriegen wir schon hin. Ja, Leute, keine Ahnung, was das mit dem Rohr da ist. So, das ist noch zu wenig Platz. Da müssen wir noch ein bisschen machen. So. Tatsache. Ja, man muss halt ein bisschen rumtricksen. Jetzt machen wir es natürlich noch gerade. Dann nehme ich es nochmal auf. Das dauert jetzt zwar einen Moment, aber man will es ja auch ordentlich haben. Ah, das war zu viel gedreht. Ich gucke mal. Wir nehmen aber die gelagerte Variante. Nicht, dass wir zu viel verbrauchen. Teppich kann weg. Das gucke ich mir dann mal in Ruhe an. Ja, das ist auch nicht gerade. Also gerade ist es schon, aber wir müssen halt noch ein Stück rüber. Und dann nehmen wir das Rohr langsam auch in Beschlag. So, ich gucke mal. Ja, ach Mist, ein kleines Stück noch. Kleines Stück müssen wir nach vorne. So, das müsste es jetzt gewesen sein. Perfekt. Perfekt. Ja, jetzt bauen wir die Leiche hier kurz mal ein. Die wird ja auch, denke ich mal, verschwinden, weil mal ist sie da, mal ist sie nicht da. Keine Ahnung. Jetzt haben wir hier einen Basketballplatz noch vor der Tür. Wunderschön. Gefällt mir. Da können wir dann auch noch ein paar Bänke machen, dass man sich auch ausruhen kann, würde ich sagen. Ich glaube, nicht bei Tische, sondern bei Stühle. Ui, der Thron hier. Hier, guck mal. Ja, die ist zu klein. Ich würde die ganz gerne hier außen setzen. Die sind schon wieder zu... Ja, das passt nicht. Das ist eher so zum Relaxen. Das würde ich ganz gerne auf der Terrasse machen, die Dinger. Wo machen wir jetzt am besten? Ja, das ist Käse. Das ist Käse. So ein Klappstuhl dahingestellt. Warte mal, bei Lagerkisten. Ich hatte doch so eine komische Bierbank oder sowas hatte ich gehabt. Habe ich denn die hingemacht? Oder wo ist denn die? Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich so eine Bierbank hatte. So eine grüne. Bei Tische. Das ist aber nicht das, was ich meinte. Hier, guck mal.
Oder wenn wir das Ding hier irgendwo noch hinsetzen. Das sieht auch schon wieder so aus, als wenn wir das nicht gebaut haben, sondern dass es so dazugehört. Ach, das ist Käse. Bin ich gerade sehr, sehr unzufrieden mit. Mal gucken, das Thema, das können wir ja nochmal angehen. Aber so bin ich eigentlich erstmal sehr zufrieden. Ich würde ganz gerne. Nee, das lasse ich erstmal so. Wir gucken uns das mal an. Wir machen hier noch eine kleine Stufe hin, dass es ein ordentlicher Abschluss ist. Aber bei Treppe, Treppe, Treppe. Nee, das sieht Mist aus. Das sieht Mist aus. Nee, da spare ich mir das. Was haben wir denn hier? Aber wir könnten es auch noch überdacht machen. Ach, das ist alles Quatsch. Das ist alles Spielerei hier. Das brauchen wir nicht. Was sagt er zu der Holztreppe? Ach, das harmoniert ja nicht mit dem Beton. Das will er aus irgendwelchen Gründen nicht machen. Ich guck mal kurz, ob wir das eventuell einzäunen. Haben wir was Schönes haben? Ja, die Holzgeschichte. Ich weiß nicht, ob wir das machen. Hier so der eklige Zaun hier. Der hat eigentlich auch was. Nee, das ist mir alles nichts. Dann lassen wir das erstmal offen. Ich lasse mir da auf jeden Fall noch was einfallen. Aber ist auf jeden Fall schon mal eine geile Idee. Das gefällt mir sehr mit dem Basketballplatz hier. Sehr, sehr schön. So, du kannst dich schön kaufen. Danke dir. So, dann gucken wir mal. So, Werkstatt haben wir. Da kommt noch ein bisschen Deko rein. Das passt alles. Wohnzimmer passt auch aktuell. Mit einem schicken Kronleuchter. Hier mache ich noch an der Wand so ein bisschen Geweihe und so hin. Ich gucke mal, ob ich aktuell irgendwas habe für die Küche. Wenn nicht, muss ich mal gucken, dass ich mir da noch irgendwie Baupläne besorge. Wir können natürlich jetzt hier so einen Kühlschrank hinstellen, so einen Nuka-Cola-Kühlschrank. Na, Milchautomat, okay, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Und dann hört es auch schon wieder auf, wa? Obwohl, hier den Ofen können wir, da fehlt mir aber Asbest. Das ist ja schnell geholt, das ist ja kein Problem, so ist es nicht. Ein Eisding, aber das ist alles nicht so das, was ich mir vorstelle. Weil ich würde ganz gerne hier mit so einer Art Theke noch außenrum machen. So, den Grillplatz da, den machen wir auch dann nochmal in Ruhe. Ui. Ja, sei gegrüßt, mein Freund. Ich möchte jetzt gerade nicht handeln. Du kannst ja gerne mal kurz ins Inventar gucken. Wir gucken mal, was du Schönes hast. Oh, guck mal bitte, wie viel Munition er hat. 13.000 Munition. Ah, der wird die selber brauchen. Aber guck mal, er hat seinen ganzen Scheiß mit, wa? Was der alles dabei hat. Oder? Ach so, das wird natürlich sein, dass hier alles, was er in der Lagerkiste noch hat, ne? Aber wie kann es sein, dass er so viel Munition bunkern kann? Das ist mir ein Rätsel. Plasmakern Ultrazit. Okay, sind die etwa länger haltbar? Kenne ich so noch nicht. So, dann gucken wir noch mal kurz. Ich habe immer noch keine Idee, was ich jetzt hier mache. Ich bin am Überlegen, ob es eventuell ein Schlafzimmer wird, weil das bräuchten wir eigentlich auch, oder halt so ein Konferenzzimmer mit hier mit diesen von der Stählernen Bruderschaft da, diesen Tisch da. Wisst ihr, was ich meine? Ich guck mal ganz kurz. Der wird sein bei Tische, wa? Gucken mal ganz kurz, wie der hier wirken würde. Da fehlen mir wieder Schaltkreise. Die habe ich natürlich alle zerlegt jetzt aktuell, aber die kriegen wir ganz schnell. Ja, ist natürlich ein Riesending, wa? Also da wird der ganze Raum hier dann drauf gehen für. Ich guck mal kurz beim Teppich, weil da haben wir ja dieses riesen Amulett oder was das da ist, dieses riesen Symbol von der Stählernen Bruderschaft. Ob das hier reinpassen würde? Da-dum, da-dum, da-dum. Wo bin ich denn jetzt hier? Meine Güte. War das bei Sonstiges? Nee. Wand nicht. Ich glaube, es ist bei Bodendekor, ne? Hier ist es.
Ja, da habe ich echt Probleme, das zu setzen, das Ding. Das werden wir dann auf jeden Fall im Bunker dann auch noch setzen. Dann würde ich sagen, machen wir es ganz einfach, dass wir hier jetzt ein Schlafzimmer hinmachen. Ich will den mal kurz hier mal schnell umstellen. Ja, hier draußen hatte ich überlegt, dass wir hier ein paar Bänke hinmachen. Dass man einfach mal so ein bisschen chillaxen kann. Wir können ja kurz mal gucken. Stühle. Und dann hatten wir ja diese komische Bank hier, genau. Genau, die meine ich. So, schön unterm Fenster. Zack, dann haben wir hier eine, dann machen wir hier noch eine hin. Kommen wir doch nochmal kurz hier. Wir machen das jetzt einfach hier in die Ecke. Hier stört es ja erstmal aktuell nicht. So, dann gucke ich mal, dass wir die hier auch noch setzen. Die würde ich hier so hinsetzen. Oder machen, komm, wir machen sie auch unterm Fenster, dann ist es, sieht es alles gleich aus. Ja, natürlich mittig, bitte. Ja, komm, so machen wir das. Ja, mehr wollte ich eigentlich nicht. Das reicht mir schon. Eventuell dann hier noch ein bisschen mit Blümchen arbeiten oder so. Das reicht völlig aus. Ist ja nur wirklich, um die Aussicht ein bisschen zu genießen. Mehr möchte ich auch nicht. Dann können wir hier unten auf den Grillplatz gucken. Da bin ich aktuell auch noch nicht so zufrieden. Aber das hat ja alles noch Zeit. Das machen wir noch ganz in Ruhe. So, wir können ja kurz mal ein bisschen an Inspiration sammeln. Was haben wir denn an Betten? Wir hätten hier natürlich, ja, hier so ein schickes Bett muss her. Setz mal erstmal. Kriegen wir das noch mittig hin? Ja, aber noch zu viel Abstand. Auch noch. Und schief ist es auch noch. Also macht denn das Bett hier so eine Spirenzchen? Ich glaube, hier dieser Balken unten drunter, der hier so durch scheint, der macht hier extreme Probleme. Müssen wir mal gucken, dass wir einen Teppich hinsetzen. Ich habe aber noch nicht so schöne Teppiche. So, sehr schön. Haben wir. Ich glaube, es auch gerade. Das war nicht hundertprozentig, aber passt schon. Haben wir eventuell ein Nachttischchen? Guck mal kurz bei Regale. Ja, das ist. Ja, könnte man machen. Was sagen die Tische? Die Kommode brauche ich auch gleich. Wir gucken auch gleich nochmal bei Lagerkisten. Da sind nämlich auch immer schöne Sachen bei. Das nehmen wir und direkt daneben zwei Stück, würde ich sagen. Ich glaube nicht, dass es so mittig ist, wa? Wenn wir jetzt hier den hinsetzen, da ist ja nicht mehr viel Luft. Irgendwas stimmt da nicht. Ich weiß nicht. Ich lasse es erstmal so. Ich kann es ja dann nochmal offscreen ganz in Ruhe zurechtrücken. Alter, was ist denn hier los? Bleibt bloß weg von mir. Hier ist ja was los. So. Ich hatte überlegt, ihr habt, dass wir hier einen Fernseher noch hinmachen. Aber das sieht auch blöde aus jetzt wegen dem Fenster hier. So, wir brauchen ganz dringend aber noch Kommoden.
Da will ich mal gucken, ob wir da so eine schöne lange haben. So wie die hier. So, hier würde ich jetzt nicht Sinn machen. Eventuell noch so ein Kleiderschrank oder sowas. Wie gesagt, ich mache das jetzt erstmal ganz grob. Ich kann ja dann nochmal in Ruhe alles fummeln. So, nochmal ran hier. Also irgendwie ist heute alles bei mir schief hier. Sehr schön. Ja, das passt. Das ist sehr gut. Da kommt hier noch ein Blümchen hin. So. Dann brauchen wir natürlich... Oh, wie kriegen wir denn jetzt hier eine Lampe hin? Wo habe ich hier meine Lichter? Das ist ja wieder der Kronleuchter. Es funktioniert alles ohne Probleme. Sehr schön. Eventuell noch was anderes. Anstaltslicht könnte man auch machen. Sehr schön, das reicht. Dann kommt hier auch noch Deko an die Wand ran. Jetzt müssen wir natürlich mal gucken. Ich würde hier ganz gerne noch einen Schreibtisch irgendwo hin machen. Ich gucke mal ganz kurz, wo wir den haben. Der sieht nicht so schön aus. Der hat schon eher was. Oh, okay. Ha. Oder wir nehmen den hier mit unserer Verbündeten. Ja, ich weiß nicht. Weil die ging mir auch ganz schön auf den Sack, muss ich sagen. Also die ist nur am Quasseln, die alte. Deswegen, das ist mir nichts. Die möchte ich nicht hier haben. Ich guck mal nochmal kurz bei Lagerkisten. Wir wollten ja noch einen Kleiderschrank haben. War da eventuell irgendwas Schönes? Ja, ihr seht, ich muss da noch... einiges freischalten hier. Guck mal, er hier zum Beispiel. Machen wir zwei nebeneinander. Ah, durch das Fenster, das sieht dann blöder aus. Komm, dann reicht einer. Natürlich nochmal gerade hingesetzt. Sehr schön. Oh, das scheppert aber hier heute. Was ist denn hier los? Haben sie runtergeholt, das Ding, endlich mal. Außer ihn hier, das eigentliche Ziel. Der fliegt da immer noch. So, ich denke mal, das passt. Noch ein bisschen Deko hier hingezimmert. Kiste hier, Lampe da. Hier könnten wir eventuell nochmal gucken, was wir dahin... Hier könnten wir zwei Kleiderschränke nebeneinander machen. Das würde sogar ganz gut aussehen. Dann ist es nicht so vollgepackt auf der Seite. Ich lasse mal kurz ein Stück frei, dass ich da eventuell noch ein kleines Bild hin machen kann. So, ihn hier nehmen wir nochmal mit. Kurz mal aufs Bett. Ui. Ich sehe gerade, wir müssen da noch eine Decke setzen. Ganz wichtig. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ha. Das ist jetzt natürlich... Komm dann ran damit an die Tür. Ja, doch so. Ja, mit der Ecke, das passt mir nicht. Das finde ich nicht ganz so schön. Aber doch lieber hier hin. Komm, wir nehmen nur einen. Das ist mir zu viel. Das brauchen wir nicht. Lassen wir einen. Den machen wir hier halt ein bisschen mittig jetzt. Und dann passt das.
kann mir nicht helfen, aber der steht schief. Okay. Gut, dann gucken wir mal schnell, dass wir die Geschichte da oben noch erledigt kriegen. Tja, gute Frage. Oh, jetzt macht er mir das nicht. Warum denn nicht? Habe ich überhaupt die richtigen? Ne, hier. Zack. Und den anderen bitte auch noch. Ja, sehr schön. Sehr schön. Hallo, mein Freund. So. Ja, dekorationstechnisch, da mache ich das noch in Ruhe. Zeige ich euch dann wieder, was ich gemacht habe. Mit der Wand hier bin ich mir noch sehr, sehr unsicher. Aber werde ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, was wir da machen. Ja, dann würde ich sagen, was machen wir hier am besten noch hin? Das ist eigentlich hier so toter Raum. Hier könnten wir eigentlich mit ein bisschen Dekoration arbeiten. Aber so fällt mir jetzt aktuell nichts ein, was wir da jetzt hinmachen können. Kommt noch ein bisschen Licht hier im Flur. Da reicht es aber, wenn wir... Komm, den Flur könnten wir eigentlich ein bisschen blau machen, oder? Das würde eventuell auch noch geil aussehen. Aber ich mache erstmal ein ganz normales Licht hin. Und zwar würde ich ganz gerne nehmen. Hier war so eine fette Röhre. Wo habe ich die Röhre? Hier war sie. Genau. Ja, sehr schön. Die macht auf jeden Fall ordentlich Licht. Cool. Haben wir das Thema auch erledigt. Also wir müssen noch Baupläne besorgen, damit wir hier auf jeden Fall noch ein bisschen was machen können. An sich bin ich schon sehr, sehr zufrieden damit. Ja, und was es mit dem Röhrchen hier auf sich hat, da muss ich mich mal belesen. Da bin ich auf jeden Fall gespannt über eure Kommentare. Was da mit euch, ob ihr das auch schon gehabt habt. Keine Ahnung, was das jetzt hier gewesen ist.